Moin moin meine lieben Leute, willkommen zurück nach einer langen, langen Pause und wir starten direkt mit einem neuen Spiel und es geht auch direkt los. Ach schon, los, die Fesseln runter, der Arme kann ja gar nicht essen. Gefällt mir nicht, was wenn er abhaut, ist eine Menge wert. Ach komm, wir schleppen den seit einer Woche rum, hat nie was versucht. Warum sollte er jetzt abhauen? Mal ehrlich, ich frage mich, was hat so ein netter Kerl getan, um die Königin von Serikanien aufzubringen? Ah, die ist eine olle Scheckschraube. Königin und Hexe in einem. Fiese Mischung. Genug von der. Hey, erzähl uns noch eine von deinen Geschichten, während wir Karten spielen. Also gut. Da wir gerade von Königinnen sprachen. So, also, willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ja, ich versuche jetzt wieder regelmäßig was zu machen. Ich hatte wirklich sehr viel zu tun in den letzten 2-3 Monaten. Also vor Weihnachten habe ich aufgehört und das liegt da einfach daran, weil da wirklich viel passiert ist so im Leben. Also von daher, und auch viele andere Sachen, Krankheit, was weiß ich, alles, was dazu kommt, ne? Also nichts Schlimmes an Krankheit, aber man ist mal erkältet oder so. Also von daher, ja, wünsche ich mir, dass wir jetzt weitergehen. Ich habe mich für das Spiel hier entschieden, aus dem einfachen Grund, dass, ja klar, The Witcher lief gerade auf Netflix, alle finden das super, ist auch super, gar keine Frage. Macht auch wirklich Spaß, die Serie zu gucken. Also ich fand die sehr cool. Schade, dass nur 10 Folgen waren, aber egal. Naja, auf jeden Fall ist The Witcher 3 auch für die Switch erschienen. Könnt ihr mir in der Kommentare mal hinterlassen, wenn ihr wollt, spiele ich das gern für die Switch. Ich habe es mir geholt. Finde es auch immer noch bemerkenswert gut. Und also selbst auf der Switch macht es unglaublich viel Spaß. Sieht auf dem kleinen Bildschirm perfekt aus. Auf dem großen Bildschirm, ein bisschen matschig. Aber so auf der Couch sitzen und The Witcher spielen, ganz ehrlich, hätte ich vor ein paar Jahren nicht gedacht. Aber nun ja. Hier steht Fortfahren, Spielladen, neues Spiel. Das liegt jetzt aber daran, dass ich einmal geguckt habe, man musste die Sprachdatei runterladen extra. Also eine neue Sprachdatei, beziehungsweise die deutsche Sprachdatei, also keine neue. Deswegen habe ich das mal ausprobiert, ob es auch alles deutsch ist. Ist es, aber ich habe es nicht gespielt. Deswegen können wir direkt mit einem neuen Spiel anfangen. Und Schwierigkeitsgrad wählen. Abenteurer. Für Spieler, die sich zurücklehnen, entspannen, die Geschichte genießen und ab und an Schlachten überspringen wollen. Überspringen will ich nichts. Kampfgestielt. Für Spieler, die eine gewisse Herausforderung und eine fesselnde Geschichte wünschen. Naja, machen wir nicht. Also für die Leute, die es nicht wissen, das Spiel basiert sozusagen auf das Gewinnspiel aus dem Switcher 3 Spiel. Ein bisschen abgewandelt. Beziehungsweise ein bisschen, na, abgewandelt nicht, aber ein bisschen ausgefeilter, aber auch nicht zu vergleichen, so ein bisschen, glaube ich, weiß ich, korrigiert mich falsch, liegt nicht zu vergleichen mit dem Gewinnspiel, was man sich runterladen kann für die Mobiltelefone. Ich glaube, das ist immer noch ein bisschen anders, weil das ein reines Spiel ist. Das hier ist halt eine Geschichte, die gezählt wird, wozu man halt ein Strategiespiel, wo man halt Gewinn spielt, um Kämpfe zu gewinnen. Aber das ganze Spiel auf der Oberwelt, ach, wir schauen uns das am besten mal an. So. Wähle einen Speicherplatz, um ein neues Spiel zu beginnen. Kann ich das nicht einfach hier... Guck mal, vor 9 Stunden habe ich das mal gestartet. Das beschreiben wir jetzt einfach mal, weil... Joa. Beißender Frost. Für jeden Zug... zu Beginn des Zuges der schwächsten Einheit in dieser Reihe 2 Schaden zu. Das Beste an der Kälte. Die Gefallenen verrotten nicht so schnell. Na gut. So, wie man hört, bin ich immer noch ein bisschen erkältet. Grassiert hier auch so ein bisschen. Geht hier gar nicht weg so richtig alles. Na gut. So, gucken, wie sich mit den Ladezeiten hält. Im Jahr 1267, Krieg lag in der Luft, beinahe zum Greifen. Das mächtige Kaiserreich Nilfgaard stand bereit und beäugte die nördlichen Königreiche hinter der Jaruga. Daraufhin trafen sich die Souveräne der nördlichen Königreiche in Hagge. Sie verfassten Deklarationen, gelobten Unterstützung, schlossen Allianzen und klopften sich auf die Schultern. Optimistisch gingen sie auseinander. Unter ihnen war auch Königin Meve aus den Zwillingsreichen Lyrien und Rivien. Ihr habt von ihr gehört. Und ihre Schönheit? Zu Recht. Sie war bemerkenswert. Nicht nur ihre Anmut, sondern auch ihrer Beharrlichkeit und Courage wegen. Sie waren nur noch wenige Tagesreisen von der Hauptstadt Lyra entfernt, als sich ein Reiter näherte. Graf Caldwell sollte in Meves Abwesenheit Prinz Willem, den jungen Sohn der Königin, dabei unterstützen, das Doppelkönigreich zu regieren. Okay. Caldwell war schnell geritten.
Ihm hing der Schweiß im Bart und sein gestärkter Kragen hatte ihm den Hals aufgescheuert. Okay, also erstmal, ich mag das Artdesign wirklich. Ich mag dieses Gemalte, es ist einfach nur sehr cool. Gut, also, vorlesen brauche ich ja nicht, denn das Ganze ist untermalt mit Sprechton. Super. Seid gegrüßt, Majestät. Ich freue mich, euch wohl aufzusehen. Das Gipfeltreffen war gedeihlich, hoffe ich. Es wurden Briefe getauscht und Dokumente unterzeichnet. Papier. Von welchem Wert muss ich noch weisen? Genug der Förmlichkeiten, Caldwell. Sag mir, was geschehen ist. Ich bezweifle, dass du den Weg aus reiner Sehnsucht gemacht hast. In der Tat, Majestät. Ich bin aus anderen Gründen hierher gekommen. Die Streuner von Spalla, diese Banditen, um die ich mich im Namen der Majestät kümmern sollte, die Lage ist außer Kontrolle geraten, fürchte ich. Was? Nutzloser Bastard! Nein. Oh, jetzt kann ich sagen, was sie... Setzt sich Caldwell oder enttäuschend? Ich will mal nicht so hart sein mit ihm. Setz dich. Ganz ruhig, Caldwell. Komm, tief durchatmen. Also gut, nun sprich. Was ist passiert? Sei präzise. Ich nahm die Verfolgung auf, wie Majestät befohlen hatte, und war ihnen bald auf der Spur. Wochenlang verfolgten wir sie. Dann kamen die Späher mit der Nachricht zurück, das Banditenlager aufgespürt zu haben, in den Wäldern bei Lockeren. In der Nacht wollten wir sie im Schlaf überrumpeln. Leider war es eine Falle. Wir fanden leere Zelte und Strohpuppen am Feuer. Bald erfuhren wir, dass die Streuner sich um unsere Stellungen geschlichen hatten, als wir auf die Nacht warteten, und zwar nach Falkenbrann. Oh. Wie bitte, mein Graf? Dort sind doch die Steuereintreiber untergebracht. Und das Gold? Alles? Gestohlen, Majestät. Ich werde alles dafür tun, um es zu retten, das schwöre ich. Sofern es euer königlicher Wunsch ist. Nach Wochen im Sattel sind die königlichen Wünsche sehr bescheiden. Ein heißes Bad, eine Nacht im eigenen Bett. Und doch müssen sie noch warten. Ich muss mich der Sache persönlich widmen. Deine Männer, Caldwell, übernehme ich. Und du? Schick einen Boten nach Falkenbrann. Man soll alles auf meine Ankunft vorbereiten. Sorge dafür, dass alle angewiesen werden. Also, wenn man mal darauf achtet, auf den Ton nur hört und sich den Text durchliest, ist das relativ lippensynchron, das Ganze, ne? Nur mal so nebenbei. So. Siehst du, Renner? Ich habe doch gesagt, dass es so kommt. Mein Sohn war nicht bereit, ein ganzes Land zu regieren. Ich gestehe, Prinz Willem muss noch viel lernen. Mhm, ja. Und in sehr kurzer Zeit. Okay. Willkommen zum Tutorial von Thronebreaker. Bevor du deine Reise aufbrichst, solltest du die grundlegenden Spielmechaniken kennenlernen. Das machen wir. Mit Hilfe des L-Buttons, der hier, kannst du deinen Charakter kontrollieren. Folge den der mit Kopfstein gepflasterten Straße. Dann gelangst du zur nächsten Etappe deiner Reise. Okay. Also das ist die Kopfsteinplatte. Sieht ganz gut aus, ne? Ja. Ah. Während des Spiels kannst du deine Armee vergrößern, doch dafür benötigst du die folgenden Ressourcen. Gold, Holz und Rekruten. Während deiner Reise findest du immer mal wieder nützliche Gegenstände und kannst sogar auf neue Gefährten treffen, die dich im Kampf unterstützen. Erkunde jeden Winkel der Karte und beende alle Nebenquests, damit dir auch wirklich nichts entgeht. Ah, guck mal. Ah, okay. Dann machen wir das mal. Ich dachte schon, es kämen Banditen. Ah, guck mal. Muss man länger drücken? Ah, 7 Rekruten dazu bekommen. Ah, hier ist auch ein Händchen. Das nehmen wir auch mit. Was denn? Holz? Dann kann ich bestimmt das Holz auch noch nehmen, ne? Yes. Okay, warte mal. Können wir mit ihr reden? Marlene haben sie gequält, damit sie ihnen sagt, wo sie ihr Gold hat. Okay. Natürlich ist sie lieber gestorben, als das Versteck zu verraten. Aber ich weiß, wo es ist. Moment, ich zeichne es auf. Herzlichen Glückwunsch, du hast eine Schatzkarte gefunden. Mach dich auf die Suche, dann stößt du vielleicht auf den Geheimort, der auf der Schatzkarte mit X markiert ist. Okay, Bäume, Baumstumpf, Hütte. Mal gucken, was finden. Hütte, Baumstumpf, sehe ich jetzt gerade nicht hier irgendwo. Hier ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen was einsammeln können. Wollen wir noch mehr mit dir reden? Fällt mir gerade ein. Sie werden die Streuner genannt, Majestät.
weil sie so bissig sind und bellen wie vom Mond besessen. Okay. Puh, ich dachte schon, es kämen Banditen. Okay, ich dachte schon, es kämen Banditen. Gut. Hier ist auch noch was, was man einsammeln kann. Okay, also kann ich die Hütte jetzt hier irgendwo schon finden? Mit dem Baumstumpf und dem Wollenland anscheinend nicht. Wir gehen nach Falkenbrand. Komme ich nicht durch, ne? Da komme ich nicht durch. Ehrlich. Na gut, folgen wir erstmal der Straße. Was wir machen sollen. Was ist mit ihm hier? Was ist ihnen passiert? Aber reden kann ich nicht mit ihm, okay. Da, das wird die Hütte sein, oder nicht? Da sind die Bäume. Und da ist der Baumstumpf. Ach, guck mal. Aha. Oh, 260 Gold bekommen. Na, ich weiß, okay, ich kenne die Währung noch nicht ganz genau. Ich weiß nicht genau, wie viel das jetzt ist. Für mich ist es auch nur total wenig, aber ich freue mich über alles, was ich bekomme. Da ist ein Baum im Weg. Ein Hindernis versperrt deinen Weg. Du wirst einige Ressourcen einsetzen müssen, um es zu entfernen. Machen wir das. Eure Majestät, offenbar dir mal deine Eiche gefällt, welche nur die Straße blockiert. Leider kommen unsere Wagen nicht an dir vorbei. Wir sollten mehr verfahren. Wir sollen sich die Holzhändler kümmern und Soldaten müssen sich ihre Kräfte für später aufsparen. Minus 25 Gold, minus 50 Holz. Gebt den Soldaten extra und schickt sie in die Arbeit. Ein Rekrut weniger und 25... Ach, lass uns doch die Soldaten ruhig machen. Machen wir ein bisschen Gold und ein bisschen Holz. Okay. Was denn? Muss hier echt alles untersuchen, so ein bisschen. Die meisten interaktiven Objekte sind auf deiner Karte deutlich markiert, aber nicht alle. Einige Geschehnisse sind nicht vorhersehbar, deswegen musst du dich stets auf alles vorbereitet sein. Graf Caldwell ritt an der Spitze des Zuges und musterte die Flanke mit wachsamem und trotz seines fortgeschrittenen Alters immer noch scharfem Blick. Majestät, Banditen, dort, an der Baumlinie. Die Soldaten des Grafen versuchten in ihrer Unwissenheit, die Königin mit ihren Leibern zu schützen und wurden prompt zur Seite gestoßen, als sie sich mit einem wilden Schrei auf die Banditen stürzte. Angriff! Auf sie! Okay, unser erster Kampf. Mewil war davon überzeugt, dass die Banditen in den Wald flüchten würden, sobald sie ihren schweren Fehler erkannt hatten. Schließlich würde kein Bandit von Verstand das Gefolge der Königin angreifen. Doch die Streuner von Spaller waren anders. Ihnen war nichts heilig. Informationen ein- ausblenden? Ah, ist das hin. Der Schlacht werden einzige Karten erscheinen? Ja. Ah, okay. Gut, dann fangen wir die Schlacht mal an. Also Gwent habe ich ja bei Witcher 3 natürlich auch ohne Ende gespielt, so ein bisschen. Deswegen eigentlich sollte ich so ein bisschen was können. Aber, ja, mal schauen. Das ist das Schlachtfeld. Du spielst deine Karten in der unteren Hälfte aus, dein Gegner seine in der oberen Hälfte. Die Einheiten können in zwei Reihen ausgespielt werden, Nahkampf und Fernkampf. Aber denk dran, die Fähigkeiten einiger Karten können stark variieren, je nachdem in welche Reihe du sie ausspielst. Ein Standardkampf dauert bis zu 3 Runden. Derjenige, der zuerst 2 Runden gewonnen hat, geht als Sieger von der Partie hervor. Die Spieler wechseln sich mit den Zügen ab. Während deines Zuges kannst du zwar nur eine Karte ausspielen, dafür kannst du aber so viele Fähigkeiten einsetzen, wie du willst. Der Spieler, der den Kampf eröffnet, beginnt. Hier bist du in der Hinterhalt geraten, deswegen darf dein Gegner den ersten Zug machen. Also, hier sind 2 Reihen. Gibt dann natürlich auch 3 Reihen, ne? Die Königin angreifen? Ein Skandal! So, hier gibt es noch ein Minuszeichen. Was kann man da machen? Ah, okay. Die Stärke, die du ausspielst, wird in der Gesamtstärke deiner Armee hinzugefügt. Der Spieler, dessen Armee am Ende der Runde über die meisten Stärkepunkte wird, gewinnt diese Runde. Einige Einheiten tragen eine Rüstung. Mit der Rüstung kann ein Teil des Schadens, der die Einheit zugefügt wurde, abgefangen werden. Hoheit, die Männer sind bereit, euch zu folgen. Sehr gut, Reinhard. Die meisten Karten verfügen über eine bestimmte Fähigkeit. Wähle die Karte aus und lies sie in Kurzbeschreibung durch. Weitere Informationen erhältst du, wenn du die Karte ZR drückst. Spiele eine beliebige Karte. Okay, gucken wir mal. Also, füge einer gegnerischen Einheit Schaden in Höhe der Anzahl aller Karten zu. Wie viel wird aktiviert, wenn eine Karte ausgespielt? Abstand in Reihen? Ah, okay. Gut, pass auf. Dann nehmen wir die mal aus und hauen gleich vorne drauf. Bam! Mal ein bisschen von seinem Schutz weg. So, jetzt können wir den Zug beenden. Ah, okay. Mehr konnte ich nicht machen. Dann wird ihre Fähigkeit von meiner Königin wahrscheinlich später erst dazu kommen. Wenn ihr Gwent gespielt habt, wisst ihr auch, dass es 3 Reihen nachher gibt sogar, auf jeder Seite.
Beziehungsweise ist das nur beim Gewinnkartenspiel beim Radein? Ist bei beiden, glaube ich. Also beim mobilen und auch beim Spiel im Witcher 3. So, gucken wir uns die Karten mal unten an. Was ist das denn hier? Warum kann ich in diesen... Achso, das zeigt mir nur an, was es ist. Okay, okay. Also, verbessere Design um 5. Graf Catwell, Mensch und Blitz. Okay, warte, guck mal den hier an. Ah, okay. Also, wenn wir die Karte jetzt einsetzen, dann hat er nur 7 Stärkepunkte. Klingt wenig, aber sobald ich denn die Königin ausspiele mit ihren Dings, kriegt er nochmal 5 dazu. Was natürlich sehr praktisch ist. Setzen wir ihn nochmal ein. Mein Geist ist willig. Sie sind das Salz der Erde, euer Gnaden. Würden euch ins Feuer folgen. Ihr müsst es nur sagen. Sensenkämpfen verfügen über das Schlüsselwort loyal. Das bedeutet, dass ihre anderen Fähigkeiten jedes Mal aktiviert werden, wenn du Mewes Fähigkeit einsetzt. Siehst du? Jeder Anführer verfügt über seine eigene einzigartige Fähigkeit. Wähle einen Anführer aus, um mehr über seine Fähigkeit zu erfahren. Mewes kann mit ihrer Fähigkeit die Stärke einer Einheit verbessern und ihre Rüstung geben. Sie kann sie wie einmal alle paar Züge einsetzen. Okay, machen wir mal. Wählen wir Mewes mal aus. Sollen wir ja machen laut dem. Und geben ihm hier einfach mal mehr. Hier und ein Respekt vor der Krone noch einbläuen. Eine Rüstung, perfekt. Und seht ihr, jetzt hat er noch mehr bekommen durch die 5, die er auch hatte. So, können wir aufhören. Nächster Zug. Ich treffe eine Achtung, Deckung! Wir werden bombardiert. Die Karte deines Gegners verfügen ebenfalls über Fähigkeiten. Lies ihre Beschreibung sorgfältig durch. Warte mal, gucken wir mal. Wenn immer eine gegnerische Einheit, okay, das ist natürlich schlecht für uns. Verschiebe Einheit in dieser, okay, und füge einen Schaden zu. Okay, das ist das gleiche. Ja, da oben ist natürlich schlecht. Das heißt, wenn wir die anderen zerstören, kriegt er da oben immer ein bisschen mehr Power dazu. Aber wir haben ja auch nicht mehr so viel. Wir haben aber noch den Cutwell. Spiele eine Kopie der benachbarten Karte aus deinem Deck. Machen wir. Und zwar. Von dem hier vielleicht. Macht da am meisten Sinn. Eine Lektion in Demo. Gleich geht's los. Es gibt eine Zeit zum... Die Streuner klemmen die Schwänze ein. Ja! Wenn du alle deine Karten gespielt hast, verwandelt sich die Schaltfläche zum Beenden des Zugs an der Schaltfläche zum Passen. Wenn du passt, kannst du zu Beginn keinen Zug mehr machen. Halt X zurück, um den letzten Zug zu passen. Passen wir mal. Der Spieler ist nach mir am Ende der Runde über die meisten Stärken verfügt, gewinnt. Die Schlacht ist noch nicht vorüber. Okay, nächste Runde. Okay. Kampfformation! Beschützt die Königin! Und wir öffnen. Wir bringen uns noch nichts, wir müssen den als erstes raushauen. Ja. Je größer, desto leichter zu treffen. Na, okay. Macht uns aber nichts. Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. So. Macht doch nichts. Nehmen wir den letzten hier. Jetzt mal auch raus. Und dann können wir gleich noch die Fähigkeiten der Königin raussetzen. So. Und jetzt haben wir die. Kann die Königin auch schon ihre Sachen setzen? Ja, gut. An Schleudern. Sie sind leicht zu verstecken. Was ist so? Gratulation zum erneuten Sieg, euer. Danke. Okay, erster Kampf gewonnen. Die Dinge scheinen wirklich außer Kontrolle geraten zu sein, milde formuliert. Sprach Mewes, die Arme vor ihrem Brustpanzer verschränkt. Sie sind dreist geworden. Bestimmt seit sie die Steuereintreiber ausgeraubt haben. Ich habe noch nie von Überfällen auf der Hauptstraße gehört, erklärte Caldwell und wich dem Blick seiner Herrin aus. Genug, Caldwell. Wir müssen für Ordnung sorgen. Kommt! Das Gefolge der Königin zog aus. Die Kavallerie an der Spitze, dicht gefolgt von der Infanterie und Arbalesten. Und in der Nachhut die gefesselten Banditen.
Gut, jetzt können wir hier mal Sachen einsammeln. Ah, okay, das ist auch nicht schlecht. Brauchen wir auch. Mehr ist ja nicht, ne? Ja, weiter. Ah, diese Aussicht gefällt mir. Lyrin ist die Perle des Nordens. Mit seiner Schönheit kann sich nur die seiner Königin messen. Was? Nach 3 Wochen im Sattel? Wohl kaum, Graf. Wir werden hier lagern. Die Soldaten brauchen und verdienen eine Rast. Wenn du einen genauen Blick auf deine Armee werfen willst, musst du erst dein Lager aufschlagen. Drück Minus, um dein Lager aufzuschlagen. Dann machen wir das mal. Mit dem Lagerbauten kannst du deine Armee erweitern und erhältst Zugriff auf wichtige Informationen. In der Werkstatt kannst du deine Lagerbauten noch verbessern, wodurch die Zugriffe auf stärkere Einheiten erhältst und deine Reise insgesamt ein bisschen einfacher wird. Betritt die Werkstatt. Okay. Hier kannst du die Lagerbauten bauen und verbessern. Um dein Lagerbau zu verbessern, benötigst du zuerst die erforderliche Menge an Holz und Gold und Holz. Für deine Reise benötigst du unbedingt Zugriff auf eine Regionskarte. Dafür musst du jedoch erst das Zelt der Königin verbessern. Okay. Verbessern wir das mal. Was kostet das? 1000 Gold und... Na gut. Okay, das war natürlich viel. Jetzt hast du Zugriff auf die Regionskarte, die du über den Hauptbildschirm öffnen kannst. Auch die Werkstatt selbst kann verbessert werden. Mit jeder weiteren Aufwertung erhältst du Zugriff auf neue und sehr stärkere Einheiten. Begib dich ins Kommandozelt. Das Kommandozelt, das hier? Ja. Bitte warten. Ah, im Kommandozelt kannst du Einheiten erschaffen und deine Armee aus den verfügbaren Karten aufbauen. Wenn du dieses Gebäude verbesserst, steigt dadurch auch das Rekrutenlimit deiner Armee, sodass du stärkere Einheiten setzen kannst. Links werden die Karten deiner Decks angezeigt. Okay. Alle verfügbaren Karten, die du zum Erstellen oder Platzieren deiner Decks verwenden kannst, werden auf dem Hauptbildschirm angezeigt. Wenn du den Ausbildungsplatz und die Werkstatt verbesserst oder verschiedene geschichtsbezogene Quests erledigst, erhältst du Zugriff an neue Karten. Ausgegraute Karten sind zwar verfügbar, wurden bis jetzt aber noch nicht erstellt. Bevor du sie zu deinem Deck hinzufügen, musst du sie deswegen erst erstellen. Dein Deck muss mindestens 25 Karten umfassen, darf das Rekrutenlimit deiner Armee jedoch nicht überschreiten. Momentan liegt es bei 125. Ah, okay. Um neue Karten zu erstellen, benötigst du noch eine bestimmte Ressource, Rekruten. Du kannst Rekruten bei Einberufungsposten, die auf der Karte durch ein Helmsymbol gezeichnet sind, sowie durch bestimmte geschichtsbezogene Quests erhalten. So, du hast zusätzliche Ressourcen erhalten, um eine Wagenburgkarte zu rekrutieren. Wähle diese, warte aus und drücke Y. Weißt, oh, da ist jetzt der blöde, dass das Bildschirm davor ist. Na gut. Unikum. Da, Wagenburg. Rekrutieren wir die mal. Füge dein Wagen, indem du die Karte auswählst und A drückst. Okay. Du kannst jetzt neue Karten ansehen und erstellen oder zum Hauptbildschirm zurückkehren, um deine Reise fortzusetzen. Also. Mhm. Was ist das hier? Gut, dann wir gehen jetzt zurück. Geht bestimmt noch weiter mit denen. Du kannst dir jetzt andere Lagerbauten ansehen, um dich mit ihren Funktionen vertraut zu machen. Oder zum Hauptbildschirm zurückkehren und deine Reise fortsetzen. Guck mal ganz kurz, was das hier ist. Zelt der Königin. Im Zelt der Königin kannst du einen Überblick über die bislang erhaltenen Briefe und Karten sowie über die Schlüssel- und Kartenfragmente verschaffen. Drückst du auf dem Hauptbildschirm R, gelangst du auch dahin zur Königin. Okay, Briefe. Brief von König Demevent. Liebe Mewe, ich bin dankbar, dass du am Gipfeltreffen teilgenommen hast. Zum Glück haben wir das Treffen nicht noch länger aufgeschoben. Angeblich entfesseln die Armeen, die in Marsch gesetzt sind, einen veritablen Staubsturm jenseits der Yaruga. Komme, das was wolle, du bist meiner bedingungslosen Unterstützung gewiss. Den besten Wünschen dem Event. Ist okay. Berichte. Milves Karten. Okay, den haben wir ja schon, geholt, die Schatzkarte. Gut, dann gehen wir hier nochmal hin. Messezelt. Im Messezelt kannst du dich mit deinen Gefährten unterhalten. Verbringe ein wenig Zeit mit ihnen. Vielleicht verraten sie dir das ein oder andere Geheimnis. Muss mit Reinhard mal reden? Kleine Pause? Ja. Aber wenn ihr neue Befehle für mich habt, bin ich jederzeit bereit. Ruhig, Rinna. Ganz ruhig. Ist es nicht langweilig so allein? Ein bisschen auf die erotische Schiene gehen. Ist dir nicht langweilig so allein? Wäre Gesellschaft denn nicht viel netter? Vielleicht ein Schwätzchen mit dem Wirt? Ich weiß eure Sorge zu schätzen, Majestät. Aber mir ist Ruhe lieber. Warst du schon immer so ein... Durchaus nicht, Majestät.
Als junger Mann liebte ich Gesellschaft und Konversation. Was hat sich geändert? Es hätte mich fast den Kopf gekostet. Kennt ihr die Geschichte nicht? Wie ich zur rechten Hand eures Gemahls wurde? Nein, aber ich würde sie gerne hören. Oh ja, ich auch. Ich war 20, kaum eingeschrieben und schon Leutnant. Wegen meiner Herkunft, nicht meiner Verdienste. Meine Kameraden haben mich deshalb von oben herab behandelt. Verständlicherweise. Also wurde es mein Ziel, mir Respekt zu verdienen. Ich wollte klug wirken und beurteilte die Entscheidungen des Königs. Dieses Manöver hat er verborgt, den Gedanken hat er nicht zu Ende gedacht. Dort hat er einen Anfängerfehler gemacht. Das konnte ja nicht gut enden. Reginald lag aber bisweilen wirklich daneben. Nun, ein brillanter Stratege war Reginald nie. Man nannte ihn nicht umsonst den Tapferen, nicht den Gerissenen. Nicht lange und ich wurde festgenommen. Jemand hatte mich wegen Majestätsbeleidigung denunziert. Oh. Das Verfahren war nach einer Viertelstunde vorbei. Schuldig und zum Tode durch den Strang verurteilt. Reginald griff jedoch ein und verlangte, dass ich jedes Wort wiederholte, was ich über ihn und seine Taten gesagt hatte. Das tat ich. Schweißgebadet. Der König hörte aufmerksam zu. Als ich dann fertig war, gab er mir recht. Er sagte, so einen klugen Kopf könne er brauchen. Und machte mich zu seinem persönlichen Berater. Ja, ja, der hat aber Glück gehabt, der gute Mann. In der Tat. Reginald war nicht der Hellste. Aber Klugheit bei anderen erkannte er. In dem Moment schwor ich mir, nie wieder aufzuschneiden wie ein Idiot. Und das... Den Schwur hast du gehalten. Vor seinem Tod sagte er mir, ich solle keinem trauen. Außer dir. Wenigstens damit lag der alte Knacker richtig. Danke für diese Geschichte, Renard. Noch Fragen wegen dem Sohn? Na, auch fragen wir mal. Ich fürchte, aus Willem wird nie ein guter König werden. Seien wir nicht zu eilig mit so harten Urteilen, Majestät. Der Prinz ist erst 16. Und damit volljährig. Er sollte die Krone jetzt tragen können. Ich habe das Land nur kurz in seiner Obhut gelassen. Sieh, was daraus geworden ist. Banditen haben die Oberhand. Also guckt euch mal den Typen links hinter der Königin an. Der sieht auch nicht so vertrauenswürdig aus, ne? Aussieht wie ein Streicher. Vielleicht gab es Umstände außerhalb seiner Kontrolle. Das hoffe ich, Renard. Wenn nicht, müssen wir hoffen, dass Anseis anstelliger ist als sein Bruder. Die Chance dafür steht allerdings nicht hoch. Gut, so, ich muss weg. Ich muss nun gehen. Bruder muss los, los, los. Gut, gehen wir mal raus. Ja, dann gehen wir mal ganz raus hier, würde ich sagen. Oder warte mal, können wir noch irgendwas bauen? Haben wir hier so ein Messezelt, können wir aufbauen? Was können wir hier aufbauen? Oder brauchen wir aber, obwohl das Geld hätten wir, ne? Okay. Was denn? Setze Speer ein, um die Lage von Schätzen und Ressourcen auf der Region zu markieren. Ist auch nicht schlecht, ne? Sollen wir das mal machen? Das machen wir mal. Das machen wir alles später. So viel Geld haben wir, glaube ich, noch nicht mehr. Gehen wir raus und verlassen das Lager. Los geht's. Ja, denke ich dran. Das ist die Karte. Deine primäre Aufgabe ist mit einem anderen Ausrufezeichen markiert. Rolle mit R durch die Karte, um zu sehen... Alter Schwede, ist das eine große Karte. Eieiei. Okay, das ist die ganze Karte hier? Nee. Ich bin schon rausgezoomt, das ist nicht die ganze Karte. Das ist schon ganz schön krank. Guck mal an, wie groß die Karte ist. Krass. Aber ist ja cool. Okay. Los geht's. Na? Dass ich auf der Hauptstraße ausgeraubt werde? Am helllichten Tag? Gäbe es die Handelsrouten nicht, wäre ich über Sotten gereist. Sie haben es mir gesagt. Lyrien ist Wildnis. Gesetzlos, chaotisch, eine verdammte Schande. Kann man in die Tasche reingucken? Nee, das ist das. Okay. Was X ist die Karte. Und das ist Zelt und Plus sind die... Ah, okay. Das sind nur die Optionen. Gut. Gehen wir weiter. Aber es ist wirklich detailreich gemacht, das Ganze, ne? Die Moral deiner Armee kann sich verändern. Eine neutrale Moral hat keinen Einfluss auf deine Karten, aber eine niedrige Moral verringert die Stärke.
Eine hohe Moral erhöht sich hingegen um einen Punkt. Die aktuelle Moral der Armee wird durch ein Symbol in der oberen linken Ecke gezeigt. Deine Entscheidung beeinflusst die Moral. So kannst du zum Beispiel sein Opfer an einem Schrein am Wegesrand darbringen, um sie zu erhöhen. Aber denk dran, nach einem erfolgreichen Kampf wird die Moral immer wieder auf neutral gesetzt. Behalte das unbedingt im Hinterkopf. Ah, gut, da kann man sich einen kleinen Vorteil verschaffen. Nicht schlecht. Bei den Göttern. Ach, guck mal, da unten sind. Was ist das für eine Pest? Oder sind das? Nekrophagen. Oh Mist. Ab da rein. Wer waren die Reisenden, deren Leichen den Straßenrand säumten? Sie sahen aus wie Pilger, die das Unglück hatten, den Streunern von Spalla über den Weg zu laufen. Die Mediten haben ihnen die Kehlen aufgeschnitten und ihre Leichen unter der Sonne verrotten lassen. Sie wussten höchstwahrscheinlich, dass der Versiegungsgeruch Aska-Fresser anlocken würde. Und die nächsten vorbeiziehen so einen schrecklichen Tod verdammten. Und ganz offensichtlich hat sie dieses Wissen nicht von ihren Taten abgehalten. Okay. Eine Trophäe gilt als einzigartige Karte. Das heißt, dass du zu jeder Zeit nur eine in deinem Deck haben kannst. Die Trophäe erscheint automatisch zu Beginn der Partie auf dem Schlachtfeld. Nebel. Am helllichten Tag? Bei dieser Hitze? Ist das irgendeine Zauberei? Das sollten wir nicht ausschließen, Graf. Wir müssen größte Vorsicht walten lassen. Deine Reihen sind in Nebel gehüllt. Das ist nur einer von vielen verschiedenen Reiheneffekten, mit denen du immer wieder zu tun haben wirst. Reiheneffekte haben einen Einfluss auf alle Karten, die sich in dieser Reihe befinden und können entweder positiv oder negative Folgen haben. Später wirst auch du Zugang zu Karten bekommen, mit denen du ähnliche Reiheneffekte anwenden kannst. Renard, was ist das? Ein Geist? Eine Striege? Ich weiß es nicht. Okay. Schauen wir mal, du bist am Zug. Was ist denn das für eine Karte da oben? Gucken wir uns mal an. Todeswunsch. Rufe eine Kopie designer aus deinem Deck. Diese Figur wird ausgeführt, wenn die Einheit vom Schlachtfeld auf den Friedhof verschoben wird. Hinweis: Verbannte Einheiten werden nicht vom Friedhof verschoben. Okay. Was geht da unten jetzt? Ich hätte auf meine Alte hören sollen. Diese Aasfresser kenne ich. Letzten Frühling bei meinem Anwesen aufgetaucht. Angelockt von den Kadavern meiner Schafe. Zuerst sind sie recht harmlos. Aber wenn sie satt sind, werden sie unangenehm stark. Okay. Also aufpassen. Verwende Krafttonikum, um die Stärke deiner Einheiten zu verbessern. Was ist das denn hier? Okay, die können wir nicht nutzen. Wir könnten. Hat sie noch? Ne, das machen wir noch nicht. Wir können nämlich gleich noch die andere Karte benutzen. Warten wir mal ab. Sie mögen ekelhaft aussehen. Oh, welche drückt? Entschuldigung. Aussehen hat sie mir, glaube ich, gehört. So. Rüstung wird Ihnen nicht helfen. Und? Sie hauen wir auch raus. Und dann passen wir. Alter, vibriert das Gerät, wenn du passt. Gut, dass wir sie niedergemacht haben, bevor sie sich vollstopfen konnten. Okay, nächste Runde. Die Trophäe bleibt auch beim Rundenwechsel auf dem Schlachtfeld, da sie über Zähigkeit verfügt. Okay. Noch mehr. Sie haben sich satt gefressen. Herrin, das ist nicht gut. Oh nein, gar nicht gut. Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Okay. Oh, so ein Viech, Alter. Die sind stark wie Ochsen. Und Angst haben sie keine. Sie sind im Blutrausch, Herren. Ihr Überlebensinstinkt verstummt. Sie spüren keinen Schmerz. Ich kenne das schon. Majestät, wir müssen uns zurückziehen. Wir können nicht siegen, nur die Verluste minimieren. Oh, nicht nur Mewe, sondern auch jeder generische Anführer verfügt über eine einzigartige Fähigkeit.
Der gegnerische Anführer hat seine Fähigkeit eingesetzt und seine stärkste Einheit nicht nur zerstört, sondern sie auch seine Nekrophagen zum Fraß verworfen. Jetzt sind sie noch stärker geworden. Herren, es ist keine Schande, sich zurückzuziehen, wenn das Glück nicht mitspielt. Also, wenn eine Runde nicht mal ganz nach Plan verläuft, kannst du deinen Zug passen, ja, wie im richtigen Spiel. Aber denk dran, du kannst nur am Anfang erst Zug passen. Okay, dann passen wir einfach mal. So. Hätte man nicht mehr geschafft, 26 Punkte hat er. Okay, 2-2. Ja. Pass auf. Denk dran, nur weil eine Runde nicht ganz nach Plan verläuft, hast du nicht gleich den ganzen Kampf verloren. Denn um zu gewinnen, braucht man 2 Siegpunkte. Jetzt müssen wir siegen! Rückzug ausgeschlossen! Waffen bereit halten! Angriff! Alter, sie ist aber auch eine Kämpfernatur, oder? Dort! Noch eine Ausgeburt! So ein Pesthauch! Wo ist nur mein Riechsalz? Okay. Damit deine Armee so erfolgreich wie möglich führen kannst, solltest du die Synergien zwischen deinen Karten durchschauen. Spiele Wagenburg in den Nahkampfreihe aus. Die Fähigkeit dieser Karte wird mit jeder weiteren Einheit, die später. Okay. Wird stärker. Gut, dann machen wir das mal. Da. Wo ist die da? Das sind die, die wir gebaut haben gerade eben. Karten mit der Befehlfähigkeit können jederzeit während deines Zuges manuell aktiviert werden. Auch dafür müssen sie schon lange genug auf dem Schlachtfeld sein. Das Symbol auf der unteren Kartenseite zeigt dir an, ab wann die Fähigkeit eingesetzt werden kann. Während deines Zuges kannst du jede beliebige Kartenzahl aktivieren, die über die Befehlfähigkeit verfügen. Die meisten können zwar nur einmal eingesetzt werden, andere Befehlfähigkeiten hingegen sind mehrere Male pro Partie aktivierbar. Okay. Noch kann man nicht viel machen jetzt. Spiele eine Arbaleste in die Nahkampfreihe aus, damit du die Fähigkeit im Wagen ausnutzen kannst. Ich brauche ein Ziel. Ach, guck mal. Okay. Okay. Zu beenden. Mit der Fähigkeit von Reinhardt kannst du Einheiten, deren Befehlfähigkeiten bereits eingesetzt wurden, erneut aktivieren. Dadurch wirst du die Fähigkeit im Wagenbock noch einmal einsetzen können. Das machen wir doch. Komm, Reinhardt. Ihre Majestät ist außergewöhnlich. Zack. Viel kann er nicht mehr machen jetzt eigentlich, ne? Dein Gegner hat alle seine Karten ausgespielt und du bist stark im Vorteil. Der Sieg ist dir schon sicher. Du kannst dann entweder deinen Zug passen oder deinen glorreichen Triumph bis zur letzten Sekunde auskosten. Dann haben wir noch einen raus hier. Diese Ernte gibt es Schwarzkittelköpfe. Oh, schon volle Pulle rauf, oder? Wollen wir auch übertrieben gewinnen. Die Bestien hatten keine Chance. Der Sieg ist unser. Yes. Sehr gut. Mewe Langschwert. Verbessert deine Leute. Okay, das ist mir. Sehr gut. Oh, das war doch ein hübscher Kampf. So, sammeln wir ein paar Sachen ein hier. Oder? Mein Liebster, bitte schreib mir, sobald du den Tempel erreichst. Ich weiß, dass erst 2 Wochen vergangen sind, aber ich vermisse dich so. Unser Heimweg leer ohne dich. Ich hoffe, dass unsere Opfergabe der Muttergöttin Gefallen bereitet hat. Auch wenn es nur eine bescheidene ist. Wenn die Götter es so wollen, werden wir endlich ein Kind bekommen. Ich habe keinen Zweifel, dass du ein genauso liebevoller Vater sein wirst, wie du das Ehemann bist. Bitte halte dich von Gefahren fern und komm bald zurück. Auf ewig, deine Frilke. Sorry, der ist wohl tot. Aber vielleicht finden wir ja Frilke und können es ihr sagen. Das wäre schon mal nett von uns. Ach, komm mal unten. Einsammeln. Du hast nichts mitbekommen von der ganzen Sache hier, oder? Wir haben viele Bäume gefällt, Herrin. Benötigt ihr welche? Nehmt, was euer Herz begehrt. Ach, guck mal. Streuner, wie? Nun, dann... Sehr gut. Konnte ich mir einfach mal was wegnehmen da von ihm? Oder hat mir das geschenkt? Praktisch. Da ist auch noch ein bisschen was. Oh, und gleich... Ist einfach mal so Gold am Wegesrand findet. Das ist auch ganz geil. Oh, da ist auch noch was da hin. Wir müssen alles kontrollieren hier.
Okay. Das ist ein Schild. Das ist ein Wegweiser. Wenn du Wegweiser findest, schaltest du die Fähigkeit zum Schnellreisen frei, sodass du zu jeder Zeit von deiner Regionskarte aus zwischen ihnen hin und her reisen kannst. Wo sind da? Wir können jetzt theoretisch... Woanders komme ich da hin? Da kann ich noch nicht. Also müssen wir natürlich erst freischalten. Okay. Und den einen haben wir schon mal. Hier muss noch was, was wir mitnehmen können. Gehen wir ins Dorf rein. Herren, Ihre Masken, habt ihr die gesehen? Fangzähne, Schnauzen, Hörner, der reinste Albtraum. Das stimmt. Da können wir ein paar Rekruten. Wo uns? Ein Stück. Das ist auch nochmal Holz, ne? Ich glaube, die haben auch nichts dagegen, wenn die Königin kommt und fragt, ob sie das Holz haben kann. Oh. Bald erreichten Königin und Gefolge Falkenbrann. Die dort Stationierten standen in der prallen Mittagssonne stramm. Majestät, Graf Caldwell. Rühren, Feldwebel, und Bericht erstatten. Wir haben die Leute auf dem Platz zusammengetrommelt, Majestät. Sie könnten den Banditen geholfen haben. Doch Höflichkeit hilft uns nicht weiter. Niemand hat etwas zugegeben. Möchte Majestät den Henker rufen lassen? Es könnte den Leuten die Zunge lösen, wenn er vor ihren Augen einen Strick knüpft. Na, wie cool ist das denn? Ich werde mit ihnen reden. Ach so, schade. Das wäre cool gewesen. Majestät, das ziemt sich doch nicht, dass die Königin gemeine Leute befragt. Sagt wer? Krone und Titel werde ich dabei schon nicht einbüßen. Also spricht nichts dagegen. Bring mich zu ihnen. Verneigt euch vor eurer Herrin, Majestät Mewe, Königin von Lyrien und Rivien. Gnade, Majestät. Wir sind einfache Leute, haben nichts verbrochen. Na, das wollen wir mal erstmal sehen. Beruhigt euch. Beruhigt euch, ihr habt nichts zu befürchten. Steht auf, Leute. Ich bin eure Königin, aber ihr seid Untertanen, keine Sklaven. Mewe streckte die Hand aus, an der ein Siegelring glomm. Sie wurde ergriffen von einem Bauern, der das Protokoll nicht kannte, und geschüttelt. Oh. Meine Güte, bald werden wir noch Brüderschaft trinken. Ein Skandal! Wachen, packt ihn! Alles in Ordnung, Caldwell. Vergebung, Majestät, das wusste ich nicht. Unfug. Du hast einen festen Händedruck und eine kühne Art, die ich respektieren kann. Wie ist dein Name, guter Mann? Helmer, Sohn von Florenz. Sehr erfreut. Helmer, ich bin in arger Not und brauche deine Hilfe. Antworte mir also bitte vollständig und gerade heraus. Die Banditen. Wer ist ihr Anführer? Dieser Kerl, Herrin, den wir sahen, er hat keinen Namen, nur einen Titel. Herzog der Hunde nennen sie ihn. Hm, sowas. Ein blaublütiger Köter. Hat er gesagt, wohin er mit seinen Hunden ziehen will? Weißt du es noch, Imogen? Was hat er gesagt? Clayton oder so? Clayton, Herr von Clayton. Sein Anwesen liegt im Süden. Blas die Hörner, alle sollen sich formieren. Wir brechen auf. Sofort. Okay. Herrin, wir verübeln dem Herzog nichts. Er ist ein guter Mann, hat uns für unser Willkommen bezahlt, sein Essen mit uns geteilt. Ruhe, Bauernbande! Ihr habt die Königin gehört. Herrin, eure Befehle. Was soll mit ihnen geschehen? Also, bläut ihnen etwas Verstand ein. Nimm die Männer in Zwangsdienst, lass die Frauen laufen. Also ich finde, man kann die in Frieden lassen, weil... Lass sie zufrieden. Die Ernte steht bevor. Sie haben... Oh, Herrin, hab Dank. Hab Dank. Möge Mutter Melitele über euer freundliches Herz wachen. Möge sie lieber über eure Herzen wachen. Wenn ich noch einmal höre, dass ihr Banditen beherbergt oder Offiziere belügt... Lasse ich jede Hütte, jedes Feld und jede Plantage niederbrennen. Verstanden? Okay, ganz so lieb ist sie denn doch nicht. Mewe schob die Bauern beiseite und sprengte in einer Staubwolke davon, Richtung Claytons Anwesen.
Die Leute von Falkenbrand sprachen noch lange vom Besuch der Königin, wenn auch nur im Flüsterton, hinter verschlossenen Türen. Ein bisschen Schiss. Ja. So, dafür klaue ich jetzt euer Holz. Meine. Guck mal, da gibt es sogar ein Anschlagbrett wie beim Witcher. Und da wahrscheinlich irgendwelche. Auf Anschlagbrettern findest du immer wieder nützliche Informationen über die Geschehnisse der Umgebung. Wenn du sie anklickst, erscheinen Markierungen auf deiner Region, die für dich interessante Orte zeigen. Guck mal hier, wahrscheinlich verschiedene. Gut zu wissen, da ist auch irgendwas hier in der Ecke. Heute. Na gut. Was ist das, Rena? Oh, ich hab's weggedrückt ausgesehen. Warum, weil ich die Beute nehmen wollte. Warte, wir gehen mal da hinten hin. Da ist irgendwas mit Beute da hinten gewesen. Oh, da kann man auch sehen, das ist ein kleiner Haufen. Aha. Da unten, ach, da ist eine Höhle unten. Kommen wir aber nicht runter von hier, müssen wir einen anderen Weg finden. So, was ist mit ihm hier los? Majestät, eure Untertanen Jack Black und Wilma suchen demütig eure Hilfe. Offenbar ist eine Radachse gebrochen. Die beiden müssen jedoch so schnell wie möglich zum Markt. Wie lauten eure Befehle? Sie sollen sehen, was sie tun können. Wenn wir die Geld sollte ausreichen. Keine Befehle, wir haben dafür keine Zeit. Pass auf, ich bin mal nicht so. Ah, ich bin eine gutherzige Königin sein. Aber natürlich auch nicht so, dass sie mich da einfach überrumpeln können, ne? Meine Königin, ein Streuner von Spoller wurde im Haus gefunden. Er wurde beim Angriff Falkenbrand verletzt und von seinen Kameraden zurückgelassen. Er bittet uns an, uns mitzuteilen, wo sie ihre Beute horten, wenn wir sein Leben verschonen. Die Frage, was wir machen. Wir könnten ihn natürlich am Leben lassen. Und dann kriegen wir einen Schatz, oder lassen wir ihn leben, pass auf. Ein Wasserfall, ne? Gut. Gott, bin ich eine freundliche Königin, oder? Gut. Guck mal, da ist das. Was ist das für ein Gedröhn? Vorsicht! Steinlawine! Oh. Was? Steinlawine? Blitzschnell sprang Reinhard zu Mewe vor und zog die Königin vom Sattel. Wäre in einem Moment zu spät gekommen, wäre Mewe von einem massiven Felsen erschlagen worden. In Sicherheit war sie jedoch noch nicht. Der gesamte Steilhang samt der darauf thronenden Tempelwand löste sich und begrub die Straße unter sich. Die Schreie der zerschmetterten, sterbenden Soldaten legte sich wie ein dunkler Schatten auf die Königin. Doch sie musste handeln, um die Kontrolle über Reinhard wiederzuerlangen. Zerstöre alle Felsen. Okay. Gucken wir mal, wie das geht. Kürzester Kampf. Diese Schlacht dauert nur eine Runde. Manche Kämpfe unterliegen besonderen Regeln, bei denen die reine Stärke nicht zum Gewinnen ausreicht. Um als Sieger vorzugehen, musst du stattdessen bestimmte Ziele erreichen. Auf der Kündigungskarte sind solche Kämpfe mit einem Rätselsymbol versehen. Okay, wir müssen alle Felsen zerstören. In diesem besonderen Jahr musst du alle Felsen zerstören, bevor sie Mewes Reihen erreichen können. Der Hang bricht weg! Zurück! Rettet euch! Okay. Euer Gnaden, nutzen wir den Wagen als Deckung. Wir müssen ihn vorwärts schieben. Beende deinen Zug. Ihr seid viel weniger, als ich dachte. Ruft eure Kameraden, verdammt! Los, bevor ich die Peitsche nehme! Füge einen Schaden in Höhe der Anzahl aller Karten in dieser Reihe zu. Also, wenn ich das hier mache, sind es 2 Schaden, ne? Schütze zu Diensten! Okay. Okay, darf nicht runterkommen. Rüstung wird Ihnen nicht helfen. Gut. Achso, doch, es geht ja. Stimmt. Lyria! Das sind 5 Karten, dann müsst ihr 5 Schaden machen, ne? Der Wagen! Nehmt den Wagen! Jetzt! Warte.
Gut. Geschafft, Renner. Ich danke dir. Eieiei. Schwieriger Kampf. Also, nicht schwierig, aber... Die Klostermauern sind eingestürzt. Und irgendwas hat die Pfeiler erwischt. Oder irgendwer. Aber wir können nichts tun. Also weiter. So, hier können wir noch was einsammeln. Gut, dann gehen wir hier mal hin. Welt, hab ich auch noch was gesehen? War nicht mehr, okay, war das noch ein Wagen? Ist da was drauf? Ja. Oh, geil, dass ich alles einsammle von den ganzen Bauern, ne? So. Wir müssen zum Clayton anwesen. Da unten ist auf jeden Fall nochmal ein Schnell. Ein einfacher, mit Heu beladener Bauernkarren kam Mewis Gefolge klappernd auf der Straße entgegen. Aus dem Weg! Rief Graf Cornwell und richtete sich im Sattel auf. Macht Platz für die Königin! Die Bauern zogen den Karren gehorsam in den Straßengraben. Als sie vorbeiritt, blickte Mewe zur Seite und erstarrte. Auf dem Heu lag ein schwer verletzter, vom Fieber gebeutelter Mann. Von seinen bandagierten Beinen ging ein schrecklicher Verwesungsgestank aus. Götter, wer hat das getan? Fragte Mewe. Banditen? Nein, Herrin, antwortete der Bauer. Ne Bestie. Im Osten, auf dem Weg nach Feuchtburg, liegt ein Friedhof. Feuchtburg? So alt wie die Elfen, heißt es. Fuhr er fort. Klettum hat Fallen ausgelegt und kam plötzlich angerannt. Überall Blut. Hat was von einem langhaarigen Weib gebrabbelt, das aus dem Grab gestiegen ist. Wir bringen ihn zu den guten Schwestern der Melitele auf dem Hügel. Vielleicht können die ihm helfen. Ja, gewiss, antwortete die Königin. Doch sie wusste, dass der Verletzte noch vor Tagesende sterben würde. Die Götter seien mit euch. Die Königin pfiff und ihre Stute trottete weiter. Soll ich einen Hexer rufen, Majestät? Fragte Cornwell. Einer dieser Mutanten würde dem Monster schnell den Garaus machen. Solange wir die Banditen nicht gefasst haben, wird keiner die Hauptkompanie verlassen, egal von welchem Rang, sagte Mewe. Er würde nur sofort von ihnen geschnappt werden, aber wenn wir in Richtung Feuchtburg ziehen, können wir uns vielleicht selbst darum kümmern. Euer Gnaden, wir haben schon die letzten Monster nur knapp überlebt. Für diese Bestie werden wir ein Silberschwert brauchen. Magie noch dazu! Ein Dutzend Arbalesten sollten reichen, sagte die Königin entschieden. Und zeig bitte etwas Rückgrat. Vorwärts, Cornwall! Hier endet der Hauptteil des Tutorials. Von nun an bist du auf dich allein gestellt. Viel Glück. Ja, sehr gut. So. Gut, wenn hier das Tutorial endet, endet auch hier meine erste Folge. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzugucken. Bleibt beim nächsten Mal dabei. Und ja, bis dahin. Tschüss.